Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Hermann im Gespräch mit Pitt Schäfer aus Greimerath. Herzlich willkommen. Pitt, du warst schon mal bei mir in der Sendung gewesen und hattest ein Kinderbuch vorgestellt, was du damals geschrieben hattest. Das war Paulinchen Geranie, dein Erstling, kann man so sagen. Das ist das Zweite, was du jetzt in der Hand hast. Entschuldigung, gut. Okay, siehst du, bei der Vielzahl kommt man schon durcheinander. Richtig. Ja, man sollte auch bis zwei zählen können, bis jetzt. So, das ist jetzt, stell's vor. Ja, das ist das erste Buch, Paulinchen Geranie, die unglaubliche Reise von Paulinchen Geranie, was ich im Jahr 2018... Gib's dir mal, kannst du ja die Kamera... ...für meine Enkelin Ida geschrieben habe, die, als ich das Buch geschrieben hatte, noch gar nicht auf der Welt war. Es war so, ja, es ging so ein bisschen ins Blaue rein. Mhm. Ja, und als ich meiner Tochter dann das Buch am Tag der Geburt überreicht habe, oder besser gesagt das Skript, dann hat sie mich am nächsten Tag angerufen und sagte, das ist so ein tolles Buch, Papa, schau, dass du da einen Verlag findest. Und meine Tochter ist studierte Germanistin, da habe ich gedacht, okay, wenn die das sagt, dann werde ich mich mal auf die Suche machen und habe mit dem Eifelbild Verlag einen wirklich tollen Verlag gefunden. Damals, als ich beim ersten Buch hatte, der Eifelbild Verlag lediglich 30 Bücher verlegt. Mittlerweile sind sie zu einem der größten Verlage in Rheinland-Pfalz geworden mit zwischen 150 und 180 Büchern. Also der Verlag hat sich praktisch auch sehr stark entwickelt, wovon ich natürlich jetzt profitiere. Wenn man jetzt ein solches Kinderbuch entwirft und wie es der Name sagt, Paulinchen Geranie, hängt ja auch ein bisschen damit zusammen, du bist ja von Beruf aus... Ja, Gärtner. Und die Geranie ist praktisch die Blume, die in Deutschland unter den Top 5 ist. Also es werden Millionen von Geranien verkauft. Und ich hatte praktisch Paulinchen mal auf meiner Meisterschule entworfen, so gedanklich, als Sympathieträger. Mhm. Und ich hatte den Kindern dann, als die klein waren, die Geschichten von Paulinchen erzählt, weil ich da ganz nah dran war. Und deshalb kam dann auch irgendwann was klar, der Gärtner schreibt ein Kinderbuch, was irgendwo auch mit Pflanzen zu tun hat. Für diejenigen, die das Buch nicht kennen, kannst du vielleicht eine kurze Beschreibung geben von der Geschichte, aber nur kurz, weil aus dem Grunde, weil wer Interesse hat, soll das Buch auch kaufen. Ja, es ist eigentlich ganz schnell erzählt. Paulinchen Geranie ist eine Pflanze, die in Schweden lebt. Und durch einen glücklichen oder unglücklichen Umstand muss sie in die Eifel kommen. Sie muss in der Eifel den Waldtroll Joschi finden, der Paulinchen Geranie, sie muss ihm etwas mitteilen. Ein Satz, der berühmte Satz Usavo Haka Sekularota. Und heißt übersetzt? Das wird natürlich nicht verraten, weil das löst sich erst am Ende des Buches auf. Und sie macht sich auf den Weg von Schweden in die Eifel, sehr abenteuerlich, sehr riskant. Und wie es in einem Kinderbuch ja auch sein sollte, hat das Buch ein Happy End. Und sie findet den Waldtroll Joschi, kann die Botschaft mitgeben und alle sind froh und glücklich. Mhm. Ja, das Buch war ja zuerst mal für deine Enkelin gedacht und ist ja eine geschlossene Geschichte in sich. Aber, der Erfolg war letztendlich so groß, dass, und jetzt kommen wir zu dem, was ich eben zuerst gezeigt habe, tauschen wir einfach mal, ja, denn du hast dann nachgelegt. Wie ging das denn dann, wenn die eine Geschichte ja eigentlich vorbei war? Wie kann man dann ansetzen mit einer zweiten? Also ich hatte, als ich angefangen habe zu schreiben, war mir relativ schnell klar, es gibt mehr als ein Buch. Ja, natürlich ist es ja auch ein bisschen schwierig, einen Verlag zu finden und so weiter. Und von daher war dieses zweite Buch, ging eigentlich wie von selbst. Ich muss dazu sagen, das erste Buch spielt im Herbst, das zweite Buch spielt im Winter und das dritte Buch, wo wir gleich noch ein bisschen drauf zukommen, das spielt dann im Frühling. Also das war so mein Ansinnen, eine Trilogie, von drei Büchern, Herbst, Winter, Frühling,
für Kinder zu schreiben, weil das einfach auch die Zeit ist, wo die meisten Bücher gelesen werden. Im Sommer, wenn man irgendwo im Sandkasten spielt oder mit den Eltern in Urlaub fährt, dann ist es vielleicht nicht so, kommt es nicht so gut an, wird vielleicht auch gelesen, aber für mich persönlich ist die Zeit so Herbst, Winter, Frühling die Zeit, wo ich Bücher lese. Aber vielleicht kommt in diesem Sommer irgendwo ein Impuls, wo du sagst, ja, aber der muss dann kommen. Okay. Ja, ja, also das Zweite. Und das, ja. Das Zweite ist natürlich die unglaublichen Winterabenteuer von Paulinchen Garanie. Es ist wirklich ein Buch, was in der Weihnachtszeit spielt, in der Vorweihnachtszeit. Und Paulinchen Garanie ist ja in der Eifel angekommen. Sie hat ihre Nachricht an den Waldtroll Joschi weitergegeben, hat aber Heimweh nach Schweden. Mhm. Und sie möchte ganz gerne ihren Freunden in Schweden auch sagen, mir geht's gut, ich habe viel erlebt. Und da passiert Folgendes, dass die Kraniche, die man jetzt auch wieder hört, die ziehen in den Süden und ein Kranich hat tatsächlich auch eine Nachricht für Paulinchen Garanie dabei von ihren Freunden und sie will natürlich zurückschreiben und dann passiert das, was jetzt gerade mal vor 2 Wochen passiert ist. Es ist ganz viel Schnee gefallen in der Eifel und es konnte niemand mehr Auto fahren, die Postautos sind nicht gefahren und da musste sich Paulinchen zusammen mit ihren Freunden etwas überlegen, wie sie in diesem Schneesturm trotzdem eine Nachricht nach Schweden bekommt. Und das ist ihr auf abenteuerliche Weise gelungen. Der Waldtroll Joschi spielt wieder eine tragende Rolle im zweiten Buch, aber auch neue Protagonisten, die Waldelfe Smella oder auch die Waldelfe Insalia. Mhm. Wenn ja jetzt die Eifel und Schweden so eine zentrale Rolle spielen, wäre es dann immer interessant, das in Schwedisch zu übersetzen. Also es ist tatsächlich, schwebt der Gedanke schon bei mir im Kopf. Das weiß ich. Ja, aber ja. Es muss einen Verlag geben, es muss die Nachfrage da sein. Was ich auf alle Fälle vorhatte, im ersten Buch ist ja keine Ortsangabe. Im zweiten Buch findet sich eine Ortsangabe von der schwedischen Stadt Mora. Und da will ich irgendwann mal hinfahren, nach Mora, vielleicht mit dem Bürgermeister einen Termin machen und ihm das Buch dann schenken. Toll, tolle Idee. Ja, super. Ja, jetzt haben wir 2 Bücher. Das dritte ist in Vorbereitung. Ja, kann man schon verraten, um was es geht? Gibt es einen Titel? Ja, es gibt einen Arbeitstitel. Wir sind uns da noch nicht so ganz sicher. Also es läuft wohl darauf hinaus, dass es heißt Paulinchen Garanie und die unglaublichen Polarlichter am Lacher See. Mhm. Das ist auch, ja, der Titel sagt eigentlich schon auch aus, um was es geht. Es zieht sich über die 3 Geschichten, spielen diese Polarlichter immer eine sehr zentrale Rolle. Und Joschi sollte eigentlich zum Tanz der Polarlichter an den Nordpol fahren, aber der Joschi ist so ein kleiner Schisser, sage ich mal. Er traut sich viel zu reden, aber zu tun ist die andere Geschichte. Und deshalb kommen die Polarlichter im dritten Buch in die Eifel. Mhm. Und damit schließt auch dann die Trilogie ab. Also das wird ein ganz großes Spektakel. Paulinchen und ihre Freunde machen sich vorher im Buch auf den Weg und sammeln praktisch alle Protagonisten der 2 Bücher vorher mit ein, auf abenteuerliche Art und Weise. Und dann kommt es zum großen Showdown am Lacher See. Wenn man solche Kinderbücher entwirft, wenn man die schreibt, kannst du mir ruhig geben, ja. Ich habe hier ein bisschen Platz. Wie bewirbt man das? Du hast eben gesagt, es ist der Verlag, der sich sehr engagiert, aber du warst ja schon mal bei mir in der Sendung, als du das erste Lied, das ist immer schon mal ein Thema, als das erste Buch vorgestellt hast, du hast ein Lied dazu oder Lieder dazu gesungen oder komponiert, dann damals in der Sendung auch vorgetragen. Mhm. War das beim zweiten Buch dann auch angedacht? Oder? Das ist auch passiert, weil die Geschichten, die ich erfinde, beschäftigen mich ja. Ne? Und ich habe halt eben die Gabe, auch mal über eine gewisse Story ein Lied zu schreiben, eine eingängige Melodie zu komponieren. Und beim zweiten Buch ist es auch so, dass ich also da zu dem
wichtigsten Thema meiner Ansicht nach ein sehr schönes Lied geschrieben habe, wo ich auch, das habe ich gemerkt bei meinen Lesungen, die Kinder, die wollen einfach mitmachen, wo ich die Kinder in den Liedern mit auf die Reise nehme, wo ich auch vorher mit den Kindern ein bisschen übe, dass sie auch ja, sich artikulieren können, die Hände in die Luft halten oder mal eine Flugbewegung machen. Das ist so, ja, das macht total Spaß. Du hast es gerade gesagt, Lesungen. Also du machst also auch so Lesungen. Wo, wie, was bist du da unterwegs? Ja, ich habe immer mit Musik oder also mit dem Buch und Musik oder einfach nur Lesungen. Wie kann man sich das vorstellen? Also mir persönlich ist es immer schwer gefallen, zu einer Lesung zu gehen, wo nur vorgelesen wird. Mhm. Deshalb habe ich für mich gedacht, wenn ich eine Lesung anbiete, speziell für Kinder, dann mache ich das mit der Gitarre. Also ich werde mehrere Lieder in der Lesung spielen. Und ich habe die ganzen Bilder, die in den Büchern drin sind, auch als riesige Poster, die wir dann aufhängen, sodass die Kinder praktisch, wenn ich was vorlese, sich an den Bildern entlanghangeln können. Also sie hören nicht nur meine Stimme, sondern sie sehen auch die großen Bilder und können sich dann sofort auch die Figuren vorstellen. Der ist hineingezogen. Richtig. Und dann, das war auch eine Idee, die ich an meinen Illustrator, den Frank Müller aus Oberlöstern, weitergegeben habe, kam mir irgendwann mal der Gedanke, einfach um den Kindern was mit nach Hause zu geben, dass wir so eine Art kleines Malbuch verfassen, wo die Kinder sich dann nochmal mit der Materie beschäftigen können. Der Frank hat dann drei komplett neue Szenen, die es also nicht in den Büchern gibt, entworfen, die die Kinder dann ausmalen können. Mhm. Toll. Du hast gerade gesagt, Illustrator, kannst du kurz was zu deiner Person sagen? Ja, der Frank Müller lebt im Saarland, den habe ich über einen Arbeitskollegen kennengelernt. Er ist Briefträger und er ist, bei ihm wurde schon als kleines Kind dieses Talent des Malens entdeckt in der Schule. Und er wurde dann von seinen Eltern über Jahre auch zu einem richtigen Porträtmaler. Jeden Samstag musste er dahin und er hat ihm das Zeichnen und Malen beigebracht. Er hat es praktisch von der Pike auf gelernt und er entwickelt natürlich seinen eigenen Stil. Und ja, das war jetzt für mich wie ein Fünfer im Lotto, dass ich mit dem Frank da mein erstes Buch, jetzt mein zweites Buch, im Moment ist er für das dritte Buch schon das Titelbild am Malen, auch das dritte Buch mit ihm machen kann oder machen darf. Du hast, wir haben eben über die Musik gesprochen. Ich meine, wir kennen uns ja schon länger und du hast ja schon immer Musik gemacht und immer Lieder komponiert. Über deine Heimat, über die Eifel, deine große Liebe, neben deiner Frau natürlich, deine Familie, ja deine zweite große Liebe, sagen wir mal so. Genau. Was hast du denn sonst noch an Projekten vor? Weil du bist ja eigentlich ein Tausendsasser, wenn ich jetzt alles auflisten würde, was du alles so gemacht hast mit dem Karnevalsverein, Pfarr- und Kräutergarten, Kreimerat und viele Dinge. Du bist ja eigentlich schon gar nicht zu bremsen. Aber ist im Moment wirklich der Fokus nur auf dem dritten Buch oder schreibst du mal einen Roman oder irgendwas sonst irgendwas? Ja, es ist tatsächlich so, dass ich schon ein bisschen Blut geleckt habe. Mhm. Ich habe festgestellt, dass ich kleine Kinder, aber auch Erwachsene so mit meinen Liedern, mit meinen Geschichten in den Bann ziehen kann. Und da kam schon von dem einen oder anderen Kinderbuchkäufer auch die Frage, ja, Herr Schäfer, schreiben Sie eigentlich auch für große Kinder, also für Erwachsene? Und da habe ich die Frage immer verneint. Und irgendwann ist mir aber so eine Idee gekommen zu einem Roman. Und da bin ich jetzt seit einem Jahr, schreibe ich da immer mal wieder dran. Und so langsam wird die Geschichte greifbar, erwachsen. Ne? Ja, genau. Und irgendwann kamen dann auch die Gedanken zu dem einen oder anderen passenden Lied, was ich jetzt auch schon für den Roman geschrieben habe. Ob der irgendwann mal verlegt wird, weiß ich nicht. Aber mir war einfach wichtig, dass ich
wenn ich da so voll drin bin und ich habe eine Idee zum Lied, sofort aufschreiben, sofort eine Melodie dazu machen. Und wenn es dann mal soweit ist, dass der Roman vielleicht verlegt wird und ich damit auf Lesereise gehen kann, dann habe ich auch ein paar Lieder und kann damit auch so eine Lesung aufwerten. Man kann ja sagen, du bist ja trotzdem noch in Vollzeit beruflich aktiv. Aber gehst in ein paar Jahren in Rente, ne, und hast dann wohl mehr Zeit, noch mehr Projekte zu machen. Ja, aber Kernpunkt bleibt bei dir natürlich die Familie, das weiß ich. Und du hast das ja eben ausgangs auch geschildert, dass das eigentlich der Impuls war ja dein Enkelkind. Richtig. Ja, mittlerweile bist du zweifacher Großvater. Ja, vielleicht kommen noch ein paar dabei. Und dann, die werden ja größer, die werden ja älter. Und dann wachsen deine Ideen mit auch diesen Enkelkindern. Und wer weiß, was du dann noch für tolle Ideen hast. Ja, ich habe noch, bin auch noch auf, in die Richtung Kinderbuch, aber vielleicht für etwas größere Kinder. Da bin ich jetzt dran, auch einfach mal so ein Brainstorming zu machen, aufzuschreiben, wo könnte die Reise hingehen. Und das wird dann was ganz anderes sein wie Paulinchen Geranie. Es liegt ja im Moment auch in aller Munde. Der Klimawandel lässt sich auch in der Eifel nicht verleugnen. Ja. Und da vielleicht für Kinder was zu machen, etwas zu schreiben, wo dieses Thema also im Vordergrund steht, aber auf eine Art und Weise, dass die Kinder auch damit umgehen können oder auch damit umgehen, dass sie damit lernen, umzugehen. Ja, du wirst ja dann sicherlich über die Enkelkinder eine Menge Impulse bekommen, weil wenn du mit deinen Ideen, also mit ihnen, die werden ja älter, werden größer, erwachsener und dann wachsen noch deine Ideen dann mit und dann bleibt es spannend, auf welche tollen Ideen du noch kommst und was wir alles noch so von dir erleben, sehen, hören dürfen und es wäre toll, wenn wir uns dann das ein oder andere Mal hier im offenen Kanal treffen, um uns darüber zu unterhalten, denn du machst neugierig, ja? Ja, ich habe jetzt einfach gemerkt, also, dass mir das Schreiben liegt, aber ich will die Sache auch nicht zu groß aufbauen. Also ich schreibe was, und es ist ja mal zuerst nur für mich. Ich erfreue mich an meinen Schriften als allererstes und auch an diesen Charakteren, die ich jetzt speziell beim Roman entwickle. Das ist ja was ganz anderes wie so ein Kinderbuch. Ich bin jetzt schon fast bei 100 Seiten. Da muss man natürlich auf der 99. Seite genau wissen, was war auf der Seite 3, wie sind die Verbindungen. Beim Kinderbuch ist das was anderes. Auch das ist etwas, was mich fasziniert, etwas zu schreiben, wo sich der rote Faden wirklich durchzieht über hunderte von Seiten. Aber bei all diesen Ideen, bei all diesen Dingen, die du tust, hast du auch einen Kritiker zu Hause vielleicht, deine Frau oder also deine Enkelkinder? Sie überrasche ich eigentlich immer mit meinen Ideen. Da sind ich schon ein bisschen gereift oder da habe ich auch schon was geschrieben. Sie hat jetzt gerade erst vor 2 Wochen überhaupt von dem Projekt Roman erfahren. Und weil ich schreibe halt eben viel morgens in aller Frühe. Natürlich. Und da kann man viel schreiben und dann muss man nicht immer sofort alles erzählen. Manchmal ist es auch schlecht und dann wird es in die Tonne gehauen. Aber ich habe auch definitiv 1-2 Leute neben meiner Frau, die dann auch immer sehr kritisch meine Geschichten beurteilt. Habe ich aber auch 1-2 Leute, die ja wirklich haarscharf mit mir ins Gericht gehen können und mir auch wirklich sagen, Mensch, das ist ganz schlecht oder das ist super. Und da bin ich auch gar nicht eingeschnappt. Dann nehme ich das so an und weiß, wenn die das so sagen, dann muss ich was ändern. Ja, klar, man kann sich das ja anhören. Das ist ja sicherlich schon Vorteil, was du letztendlich draus machst. Oder doch, eigentlich ist ja deine Sache. Genau. Das Schöne jetzt beim Eifelbild Verlag ist, da habe ich jetzt eine richtige professionelle Lektorin, die mich begleitet. Und die auch wirklich schonungslos sagt, das war jetzt beim zweiten Buch, war es nicht so ganz einfach, weil da mitten im Buch so 2 Handlungsstränge ablaufen, was für ein
normales Buch, was man so liest, ganz normal ist, aber es muss ja auch für die Kinder passend sein. Ja. Und da wurde ich immer wieder aufgefordert, das ein bisschen umzuschreiben, zu kürzen, auf die Charaktere einzugehen. Das hilft einem ungemein, ne? Wenn man dann jemanden an der Hand hat, der dann sagt, ja, im Grunde genommen ist das eine super Story, aber... Ne? Und das kann ich auch jedem, der irgendwo mal was schreiben will, empfehlen, dass er einfach sich da professionelle Begleitung sucht, weil das bringt unheimlich viel. Und letztendlich will ja jemand, der mich kritisiert, der will ja nur eins, für seinen Verlag ein gutes Buch entwickeln, was auch verkauft wird. Die Leute vom Eifelbild Verlag tun ja, die arbeiten ja nicht mit mir zusammen, damit sie mir einen Gefallen tun, sondern letztendlich geht es ums Geld verdienen. Ist es denn nicht auch so, dass dann auch, sagen wir mal, so eine Form von Druck entsteht, weil man weiß, das erste Buch war sehr erfolgreich, man bringt das zweite raus und dann erwarten natürlich die Leser, dass es an das erste anknüpft und jetzt ein drittes irgendwo steigert das ja nach oben. Wie geht man damit um? Wie bereitet man sich darauf vor? Das ist ja Sinn und Zweck einer Trilogie, also für mich jetzt, dass ich einfach das erste Buch geschrieben habe, das zweite läuft, wie ich eben schon sagte, mit den zwei Handlungssträngen. Das dritte muss nochmal irgendwo einen draufsetzen. Das kann es auch, aber ich habe da keinen Druck. Ich weiß ja, nach dem dritten ist Schluss. Okay. Das ist dann einfach so, wo ich sage, dann nehme ich für mich den Druck raus. Ne? Man kann nicht immer nochmal ganz neue Geschichten und nochmal, dann kommt man auch, dann ist die Gefahr auch groß, dass man sich wiederholt. Drei Bücher, Paulinchen Geranie, ist dann eine tolle Geschichte, alles hat seine Zeit und dann ist Paulinchen Geranie, ja, ist abgefrühstückt, wie man so schön sagt. Und was dann kommt, werden wir erleben, auch hier im offenen Kanal. Pitt, vielen Dank, dass du da warst. Es war wieder interessant, sich mit dir zu unterhalten über deine Projekte. Man merkte diese Begeisterung, die du hast, wo du da wirklich brennst für das, was du hast. Und ich glaube, da kommt noch eine ganze Menge. Und wenn du mal in Rente bist, ja, man sieht es hier nicht an, aber trotzdem wird es ja, das zu verraten, zwei Jahre. Ja, gut, dann geht es ja richtig los, dann explodierst du förmlich. Ne? Dann will ich aber vor allen Dingen auch ein bisschen Urlaub machen und nicht nur noch auf Lesereise gehen. Das wird deine Familie, deine Frau insbesondere sicherlich gerne hören. Pitt, vielen Dank, dass du da warst. Bleib gesund und hab weiterhin gute Ideen. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Hermann im Gespräch mit Pitt Schäfer. Dankeschön und tschüss.